Charlie und Karl sind heute Stuntcars. Redlich verdient. Ihr könnt später weiter üben, Molly. Die Stadt hat auf einmal einen Stromausfall. Diese Stadt hat keinen Strom. Karl, du musst unsere Stadt retten. Supertruck fragt, ob es noch einen anderen Weg gibt, wie wir Strom erzeugen könnten. Dane sagt, es gibt vielleicht einen Weg. Windräder, die die Energiekanister wieder aufladen können? Das ist es! Aber heute weht kein Wind. Du hast eine Idee, Supertruck? Superzug? Wow, das ist so cool! Interessante Erfindung, Supertruck. Du bringst das Windrad also zum Drehen, indem du Fahrt aufnimmst und deinen eigenen Wind erzeugst? Das ist genial! Es funktioniert! Oh nein, es hat so gut funktioniert. Versuch's nochmal, Supertruck. Mach weiter, Supertruck. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, wir müssen die Autos davon abhalten, dich zu unterbrechen. Der ST-3000? Na klar. Die Soundanlage? Klasse. Passt auf. Mach weiter, Supertruck. Es ist fast voll. Ja, es ist voll. Hurra! Supertruck hat alle Energiezellen in Car City geladen. Hurra! Was für ein fantastischer Tag. Immer die Stadt in Ordnung halten. Da muss ein Strafzettel her. Das Auto ist falsch geparkt. Es ist Dr. Sick. Vorsicht! Vorsicht! Oh nein! Supertruck, du musst dich transformieren!
Schnell, Superfeuerwehrauto! Mathilda braucht deine Hilfe! Weiter so, Supertruck! Puh! Gut gemacht, Supertruck! Wir müssen es entfernen! Na los! Gut gemacht, Leute! Oh nein! Jerry, ist etwas passiert! Jerry sitzt im Feuer fest! Oh nein, das Feuer ist zu groß! Wir brauchen mehr Wasser! Frank möchte helfen! Wo ist Mathilda? Aus dem Weg! Oh nein, der Strahl trifft Mathilda! Dr. Sick muss gestoppt werden! Wo sind sie nur hin? Wo kommt dieser Rauch her? Da sind sie ja! Dr. Sick raubt Energie! Das Feuer ist zu groß! Gut gemacht! Oh nein! Nutze den ST-3000! Kann die HiFi-Maschine sie aus der Hypnose erwecken? Frank ist wieder der Alte! Auf sie! Guter Schuss! Jetzt ist nur noch Dr. Sick übrig! Vorsicht! Das sollte dem ein Ende bereiten! Wach auf, Dr. Sick! Zeit, das Chaos zu beseitigen. Bringst du Walter bei, rückwärts zu fahren? Er kriegt den Dreh bestimmt noch raus. Etwas stimmt nicht. Das siehst du dir besser an. Sieht aus, als hätte Baby Buzz sein Spielzeug verloren. Er ist auf ein Boot im Fluss gesprungen. Und jetzt jagt ihn ein Hai. Baby Buzz, Supertruck ist da! Kleiner, bleib wo du bist! Supertruck holt dich da raus! Thank you.
Hey. Supertruck, du bist jetzt ein Boot. Du hast diesem Hai gezeigt, wer der Boss ist. Komm schon, Baby Buzz, spring auf. Du willst, dass Supertruck dein Spielzeug zurückholt? Das ist etwas gefährlich. Los, Supertruck! Der Hai sitzt in der Falle. Aber wie bekommst du das Spielzeug zurück? Das Spielzeug ist im Maul des Hai. Zeit für den ST-3000. Super Drop. Ja, es hat funktioniert. Bringen wir das Spielzeug lieber schnell zu Baby Buzz zurück. Beeilung! Wow, du hast den Hai ins Meer geworfen. Stimmt, ich denke, er ist wieder zu Hause. Ich bin froh, dass du dein Spielzeug wieder hast. Das stimmt. Supertruck hat ihn wirklich gerettet. Wow, seht euch nur den vielen Verkehr in Car City an. Das müssen diese Straßenarbeiten sein, die alle aufhalten. Hey, hier ist Frank das Feuerwehrauto mit seinem Sohn Chili. Sieht aus, als hätten sie es eilig, irgendwo hinzukommen. Wie gut, dass sich Frank in Car City so gut auskennt. Vielleicht findet er einen Weg um die Straßenbauarbeiten herum. Oder vielleicht auch nicht. Ihr zwei habt heute kein Glück, was? Wo wollt ihr überhaupt hin? Ihr fahrt auf einen Schulausflug? Vielleicht kann euch Supertruck dabei helfen, um die ganzen Straßenarbeiten herumzufahren. Gott sei Dank bist du hier, Carl. In ganz Car City sind Straßenbauarbeiten. Aber der kleine Chili muss zur Schule. Schnell, bevor er seinen Schulausflug verpasst. Glaubst du, Supertruck könnte ihnen helfen? Wirst du dich verwandeln, Supertruck? Seht, wie er loslegt. Da sind sie, Supertruck. Das wird ein riesiger Sprung. Supertruck eilt zur Rettung. Wie kannst du ihnen helfen, zur Schule zu kommen, Supertruck? Oh, Sprungräder, um über den Verkehr zu springen. Gute Idee, Supertruck. Probiert sie an. Keine Sorge, das wird schon, Frank. Lasst uns jetzt zur Schule hüpfen. Da ist eine Menge zum Drüberspringen. Aber nichts, mit dem Supertruck nicht klarkommt.
Sieht aus, als würde es Frank am Ende doch Spaß machen. Gerade noch rechtzeitig. Gut gemacht, Supertruck. Viel Spaß bei deinem Schulausflug. Danke für alles, Supertruck. Wärst du nicht gewesen, hätte Franks Sohn seinen Schulausflug verpasst. Habt einen schönen Tag, ihr zwei. Und bis zum nächsten Mal. Beeil dich, Supertruck. Du kannst nicht zu spät zu deiner eigenen Party kommen. Komm schon, wenn du zu spät bist, wer soll dann den Schlüssel der Stadt bekommen? Phew, gerade noch rechtzeitig. Was ist los, Supertruck? Was? Noch ein Supertruck? Aber wer ist er und was will er? Achtung, er ist ein böser Supertruck, der Chaos über die Stadt bringen will. Oh nein, wo ist er hin? Oh oh, ich ahne Schlimmes. Wartet, ist das der böse Dr. Zig? Was macht er hier? Er fährt Richtung Park. Du solltest ihm hinterher, Supertruck. Oh nein, die ganze Stadt ist jetzt gegen dich, Supertruck. Was ist das? Schau, es ist Dr. Zig. Du musst ihm nach, Supertruck. Er sieht sehr verdächtig aus. Er kommt davon. Vielleicht brauchst du etwas Hilfe, Supertruck. Er fährt in Richtung Tunnel, Supertruck. Lass ihn nicht entkommen. Böser Supertruck? Was ist hier los? Natürlich. Dr. Zig muss derjenige sein, der deinen bösen Zwilling erschaffen hat. Was für ein Schurke. Halt die Deckung oben, Supertruck. Ich trau diesem Gauner nicht. Oh nein, Dr. Zig und dein böser Zwilling versuchen davonzulaufen. Du musst sie aufhalten, Supertruck. Der andere Supertruck ist gut, aber du bist besser. Komm schon, Supertruck, gleich hast du sie. Sie teilen sich auf. Du musst dich entscheiden, wen du verfolgst, Supertruck. Gute Wahl. Du musst erst deinen bösen Zwilling aufhalten. Barry, pass auf. Oh nein, Barry ist in Schwierigkeiten. Du musst ihm helfen, Supertruck. Komm schon, Supertruck. Denkst du wirklich darüber nach? Zeit für mehr Power. Die Rettungsweste. Klasse Idee, Supertruck. Gut gemacht. Yay! Die Bewohner von Car City haben alles gesehen, Supertruck. Sie wissen jetzt, dass es nicht du warst, der sie geärgert hat. Bist du okay, Barry? Jetzt lasst uns Dr. Zig und diesen falschen Supertruck aufhalten. Also war es die ganze Zeit dein Plan, den Schlüssel der Stadt zu stehlen, du verrückter Doktor. Aber jetzt ist es vorbei, Dr. Zig. Dieser Schlüssel gehört dir nicht und du verdienst ihn auch nicht. Keine Sorge, Supertruck. Lass sie entkommen. Nur dieses eine Mal. Ich glaube, der ist für dich, Supertruck. Du hast ihn wirklich verdient. Den Schlüssel der Stadt verdienen nur echte Helden.
Guten Morgen, Supertruck. Was war das? Warum sind drei Tiger in der Stadt? Schnell, Supertruck, bevor die Brücke hochfährt. Sieh nur, die Tiger haben sich aufgeteilt. Du verwandelst dich besser und hilfst Gary. Natürlich. Als Helikopter kannst du über den Kanal drüber fliegen. In diese Richtung ist Gary vor dem Tiger geflohen. Schau, da sind sie. Keine Sorge, Gary. Supertruck ist unterwegs. Supertruck zur Rettung. Ich glaube, du hast den Tiger davongejagt. Oh nein, der Tiger ist in den Kanal gefallen. Du musst ihm helfen. Oh nein, der Tiger wird ertrinken. Perfekt, jetzt lass ihn uns aus dem Kanal holen. Du bringst den Tiger besser in den Wald. Dort ist er sicher. Nun, sieht so aus, als wäre ein Tiger gerettet. Fehlen noch zwei. Schauen wir mal, ob du die anderen zwei Tiger finden kannst. Schau da! Er hat auch Angst vor dir. Supertruck, hilf ihm! Oh nein, er ist hingefallen! Gut gemacht, Supertruck! Du hast es geschafft. Lass ihn uns zu seinem Freund in den Wald bringen. Fehlt nur noch ein Tiger. Schau mal, Supertruck. Es ist der letzte Tiger. Alle Tiger haben Angst vor dir, Supertruck. Er ist im Tunnel und will da nicht rauskommen. Du musst ihn da rausbringen. Aber wie? Sieht aus, als hast du eine Idee, Supertruck. Was hast du damit vor? Verstehe ich nicht. Okay, jetzt verstehe ich's. Der Tiger wird dem Lichtpunkt hinterherjagen. Was für eine großartige Idee. Aha. Perfekt, du hast es geschafft. Du bist so schlau, Supertruck. Und jetzt wird es Zeit, den Tiger zurück in den Wald zu bringen. Gute Arbeit, Supertruck. Sie sind alle wieder vereint. Tschüss, Tiger. Komisch. Die Geräusche kommen aus dem Diner. Aber hier gibt es doch kein Feuerwerk. Dr. Sig sieht müde aus. Vielleicht hatte er zu viele Kekse. Oh nein, ein Brand im Diner. Chili, alles in Ordnung. Krokomai sitzt im Feuer fest. Frank wird nicht rechtzeitig bei ihm sein. Supertruck, hilf Frank, Krokomai zu befreien. Zeit zu transformieren. Armer Krokomile. Kein Feuer mehr, oder?
eine Flamme muss noch gelöscht werden. Frank, du musst herausfinden, wie dieses Feuer entstanden ist. Supertruck wird dir dabei helfen. Das Feuerwerk hat den Brand verursacht. Aber wer hat das getan? Die beiden haben wohl eine Spur. Monster Truck, hast du den Brand verursacht? Monster Truck wollte einen Keks stehlen. Er sagt, dass er es nicht war. Ihr könnt nach der medizinischen Untersuchung fortfahren. Dr. Sick geht es nicht gut. Er braucht auch medizinische Hilfe. Nimm diese Pille, Krokomile. Im Krankenhaus bricht ein Feuer aus. Supertruck, Frank, ihr müsst das untersuchen. Feuerwerk? Dieser Brand wurde vom selben Täter verursacht. Krokomile und Dr. Sick fehlen. Wer von ihnen hat das Feuer verursacht? Dr. Sick hat sich vor dem Feuer versteckt. Er sagt, dass er es nicht war. Was ist los, Frank? Es ist Krokomile. Willst du etwa noch ein Feuer verursachen, Krokomile? Krokomile ist geflohen, um Ambers Medizin zu entgehen. Wenn Krokomile es nicht war, wer dann? Oh nein, nicht noch ein Feuer! Amber, behalte die beiden im Auge. Die beiden Feuerwehrautos werden weiter forschen, sobald sie das Feuer gelöscht haben. Wasser kann dieses große Feuer nicht rechtzeitig löschen. Zeit, den ST-3000 zu nutzen. Der Gefrierstrahl wird Chili retten, bevor es zu spät ist. Du bist in Sicherheit, Chili. Gute Arbeit, Team. Hast du gesehen, wer das Feuer verursacht hat? Chili, wo willst du denn hin? Chili hat das Feuer verursacht. Er wollte mit dem Feuerwerk spielen. So etwas solltest du nie alleine machen, Chili. Du solltest niemals mit Feuer spielen, Baby. So etwas dürfen nur Erwachsene. Hi, Kinder. Was schaut ihr euch an? Oh, wow. Was für ein schöner Weihnachtsbaum. Gut gemacht, Carrie. Dein Weihnachtsbaum sieht wundervoll aus. Deine Gäste werden ihn lieben. Genau, es wird Geschenke geben. Der Weihnachtsmann hat sie Penny gegeben. Sie bringt sie in diesem Moment her. Freut ihr euch schon, Kinder? Hi, Penny. Bringst du die Weihnachtsgeschenke zu Carries Restaurant für die Feier? Oh nein, was ist das für ein Geräusch? Gibt es ein Problem? Aufpassen, Penny. Deine Ladeklappe öffnet sich. Oh nein, die Geschenke. Was machen wir jetzt nur? Carl, schnell. Penny hat Probleme. Sie braucht Hilfe von Supertruck. Schau, Supertruck, Penny ist da drüben. Keine Sorge, Penny. Supertruck ist hier, um zu helfen. Supertruck, Penny wollte die Geschenke vom Weihnachtsmann zu Carries Restaurant bringen, aber sie sind aus ihrer Ladeluke gefallen. Ja, es ist furchtbar. Die Gäste warten auf ihre Geschenke. Du musst sie finden und rechtzeitig zur Party zurückbringen. Los, Supertruck, Verwandlung!
Beeil dich, Supertruck. Die Party fängt gleich an. Bist du sicher, es war eine gute Idee, sich in einen Kipplaster zu verwandeln? Wenn du das sagst. Ich denke, ein Rennauto wäre besser gewesen. Ist hier ein Geschenk? Oh, ja, hinter dir. Beeil dich, Supertruck. Lade das Geschenk auf und lass uns weitermachen. Wir müssen die anderen finden. Yay! Nur noch eins, das wir finden müssen, Supertruck. Lass uns im Park nachschauen. Siehst du das letzte Geschenk, Supertruck? Bist du dir sicher, dass du es nicht siehst? Schau hinter dich. Da ist es, auf dem Ast. Aber wie bekommst du es da runter, Supertruck? Das wird nicht funktionieren, Supertruck. Nein, das funktioniert nicht. Du musst deinen ST-3000 benutzen. Klasse Idee, Supertruck. Supertruck, hör auf rumzuspielen. Die Party fängt jeden Moment an. Lass uns das Paket schnappen und los. Klasse gemacht. Oh no. Jetzt lass uns zu Carries Party fahren. Keine Sorge, Carrie. Supertruck wird bald hier sein. Ho, ho, ho. Hier kommt Supertruck mit den Geschenken. Jeder war brav dieses Jahr. Jeder bekommt ein Geschenk. Frohe Weihnachten alle zusammen. Hi, Dane. Was machst du? Sieht wie ein lustiges Spiel aus. Wow, ihr bereitet alles für Weihnachten vor? Das sieht super aus. Hey, Edna, sei vorsichtig mit den Baumstämmen. Pass auf, Edna, die Lichtkugel fliegt in deine Richtung. Oh nein, die Kugel hat die Baumstämme in Brand gesetzt. Und es breitet sich sehr schnell aus. Hier kann nur noch Supertruck helfen. Carl, wir brauchen dich. Billy war etwas ungeschickt und hat ein Feuer auf der Baustelle verursacht. Bitte komm und hilf. Steht in Flammen. Du musst das hier zuerst löschen, wenn du deine Freunde retten willst. In was wirst du dich verwandeln, um sie zu retten? Feuerwehrauto! Das ist eine super Idee! Gut gemacht, Supertruck! Aber schnell! Da sind vielleicht noch mehr Feuer auf der Baustelle! Zuerst zum Weihnachtsbaum!
Sonst ist Weihnachten ruiniert. Gut gemacht. So weit, so gut. Edna, Billy, seid ihr okay? Wartet mal, wo ist Dane? Oh nein, da ist er. Und er ist auf dem Gerüst gefangen. Du bist zu klein, um das Feuer oben zu löschen. Komm schon, Supertruck. Denk nach. Du musst hoch, Supertruck. Immer weiter hoch. Da ist er. Komm nicht zu nah ans Feuer und Wassermarsch. Ganz ruhig, Dane. Supertruck löscht das Feuer. Es wird ruckzuck vorbei sein. Dane, alles in Ordnung? Geht es allen gut? Gut gemacht, Supertruck. Und du hast den Weihnachtsbaum gerettet. Frohe Weihnachten zusammen. Seid vorsichtig mit Feuer. Wow, das sieht großartig aus, Leute. Ist das für Weihnachten? Ihr habt recht, irgendetwas fehlt. Aber was? Natürlich, die Lichter sind aus. Okay, du machst sie an, Walter. Fertig, Leute? Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Es funktioniert nicht. Ich frage mich, warum? Ihr glaubt, der Weihnachtsmann findet euren Baum nicht, wenn ihr keine Lichter anhabt? Das heißt, er kann eure Weihnachtsgeschenke nicht abliefern. Wir unternehmen lieber schnell was. Supertruck? Das ist eine großartige Idee. Hey, Carl, wonach suchst du denn? Der Weihnachtsmann? Der wird erst heute Nacht kommen. Die Kinder brauchen deine Hilfe bei der Stadthalle. Die Lichter funktionieren nicht und sie machen sich Sorgen, dass der Weihnachtsmann den Baum für die Geschenke nicht sieht. Genau, ein echter Weihnachtsnotfall. Lass uns das in Ordnung bringen. Ich weiß, aber die Lichter funktionieren nicht. Kannst du herausfinden, warum? Findest du irgendeinen Fehler? Eine Verwandlung? Gut, aber in was? Einen Helikopter? Cool! Du kannst das Problem sicher von oben lösen.
Super! Hier ist alles in Ordnung. Gute Idee. Folgen wir dem Kabel. Ah, es ist ganz verworren. Das könnte das Problem sein. Gary, kannst du das Kabel entwirren? Gary, wie ist das denn passiert? Danke, Walter. Du bekommst das bestimmt hin. Gute Arbeit, Walter. Aber die Lichter funktionieren immer noch nicht. Suchen wir lieber weiter. Gary, sind die Lichter drinnen angeschlossen? Du denkst, es ist der Energiekristall? Also hier liegt das Problem. Gary, kannst du das einstecken? Ich hab vergessen, wie ungeschickt du bist, Gary. Du versuchst es von der anderen Seite. Okay. Oh nein, das war die Stromversorgung für die Stadt. Carl, du unternimmst besser etwas. Der ST-3000? Ich kann's kaum erwarten. Ein Telekinesestrahl. Fantastisch. Scheint zu funktionieren. Supertruck? Ich glaube, du musst besser zielen. Du willst einen Countdown? Okay. 3, 2, 1. Gut gemacht, Carl. Stimmt, alle haben den Baum toll geschmückt. Den Baum übersieht der Weihnachtsmann auf keinen Fall. Ich glaube, ich kann den Weihnachtsschlitten jetzt schon hören. Ich hoffe, ihr wart alle brav dieses Jahr. Hi, Ben. Fährst du in die Stadt? Ah, um beim Einschalten der Lichter am Weihnachtsbaum dabei zu sein. Du Glücklicher. Der Schnee blockiert den Weg für die Kinder, die auch zur Stadthalle wollen. Ich glaube, es ist Zeit, Supertruck zur Hilfe zu holen. Findest du nicht? Hi, Carl. Oh, ich sehe, du hast Geschenke vom Weihnachtsmann bekommen. Mhm. Ben und die drei Kinder brauchen deine Hilfe. Der Schnee blockiert die Straße und sie können nicht zur Stadthalle. Weißt du, wie du ihnen helfen könntest? Siehst du, Supertruck? Sie können nicht zur Stadthalle wegen dem Schnee. Ich glaube, du solltest dich verwandeln, Supertruck. Ein Bulldozer. Klasse Idee, Supertruck. So wirst du den Schnee ganz schnell los. Ich glaube, Supertruck hat die Straße freigeräumt. Schnee mitten auf der Straße. Das müssen wir ordentlich wegräumen, nicht wahr, Supertruck? Hey.
Danke, Supertruck. Aber vielleicht willst du ja auch zum Weihnachtsbaum gehen. Sieht aus, als würden die Einwohner auf etwas warten. Ach ja, der Weihnachtsbaum leuchtet noch gar nicht. Supertruck, kannst du beim Stern helfen? Ein Helikoptergreifarm. Spitzenidee, Supertruck. Na also, jetzt kannst du ihn oben draufsetzen. Du hast wieder mal die Situation gerettet, Supertruck. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Krokomile wird wohl nie aufhören, Chaos zu stiften. Zum Glück werden Supertruck und Mathilda ihn stoppen. Supertruck, pass auf! Mathilda, alles okay? Mathilda muss ins Krankenhaus. Keine Sorge, Mathilda. Supertruck wird die Stadt beschützen. Zeit zu transformieren. Superpolizeiauto wird Krokomile stoppen, während Mathilda sich ausruht. Was für ein Chaos! Supertruck wird damit nicht allein fertig. Ist das eine Sirene? Elsa ist hier, um für Ordnung zu sorgen. Kümmern wir uns um diesen Stau. Hier kann man den Autos Anweisungen geben. Es funktioniert. Der Verkehr läuft wieder normal. Gut gemacht, Leute. Lilly hat Sunny im Stau verloren. Polizeiautos, findet Sunny. Die Polizeiautos schauen sich Sunnys Spuren an. Hatte Sunny einen Keks dabei? Folgen wir dieser Spur. Sunny, da bist du ja. Was ist los? Krokomile hat Sunnys Keks gestohlen. Elsa, bring das Baby zurück zu Lilly. Supertruck, halten wir diesen Dieb auf. Frank braucht Hilfe mit den neugierigen Autos. Teilen wir uns auf. Supertruck wird Frank helfen, während Elsa Krokomile verfolgt. Kümmere dich um das Feuer, Frank. Supertruck wird die Autos auf Abstand halten. Das entwickelt sich noch zu einem Stau. Du musst etwas unternehmen, Supertruck. Gute Arbeit, Frank. Supertruck, Elsa braucht noch deine Hilfe. Elsa wird müde. Sie braucht Verstärkung. Nicht so schnell, Krokomile. Pass auf, Elsa. Supertruck, Zeit für den ST-3000. Der Gefrierstrahl wird die Eier stoppen. Krokomile wirft noch mehr Eier. Oh nein, Feuer blockiert den Weg. Supertruck, nutze den Gefrierstrahl. Aha. So können die Polizeiautos Krokomile nicht schnappen. Mathilda ist zurück.
Krokomile, du bist verhaftet. Oh nein, nicht schon wieder. Das sollte Krokomile stoppen. Du bist wieder in Form, Mathilda. Da ist noch ein Dieb in der Stadt. Polizeiautos im Einsatz. Kaum zu glauben, eine rennfahrende Dampfwalze. Also, so gehört sich das. Jemand braucht Supertruck. Ben hat den perfekten Weihnachtsbaum gefunden. Die Kinder warten schon auf ihn. Du musst ihm helfen, Weihnachten zu retten, Supertruck. Komm schon! Für diesen Job braucht man ein starkes Fahrzeug. Zeit für eine Verwandlung. Schaufelbagger. Klasse, Supertruck. Ben, fahr ein Stück zurück. Supertruck legt dir den Weihnachtsbaum auf deinen Anhänger. Okay, bereit für die Abfahrt. Auf zum Rathaus. Supertruck, der Baum ist zu schwer. Bitte hilf, Ben. Ja, lasst uns zu den Kindern fahren. Die Kinder sind schon ganz aufgeregt. Da sind sie, unsere Helden mit unserem Weihnachtsbaum. Was ist los, Ben? Ich verstehe. Wie bekommen wir ihn in den Topf? Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was jetzt passiert. Das ist der schönste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe. Danke, Supertruck. Frohe Weihnachten alle zusammen. Hi, Supertruck. Oh, was für ein schöner Weihnachtsbaum. So schön. Jetzt lasst uns eine heiße Schokolade trinken, während wir auf den Weihnachtsmann warten. Oh, was war das? Wo kam dieses Geschenk her? Aber das ist der Weihnachtsmann. Er verliert die Kontrolle über seinen Schlitten. Supertruck, folgen wir ihm. Der Weihnachtsmann wird gleich abstürzen. Weihnachtsmann, bist du okay?
Weihnachtsmann, du bist krank. Deswegen konntest du deinen Schlitten nicht steuern. Aber wie willst du dann die Weihnachtsgeschenke ausliefern? Supertruck, kannst du helfen? Ein Hubschrauber? Wofür? Oh, du willst den Weihnachtsschlitten hinter dir herziehen. Klasse Idee. Jetzt kann der Weihnachtsmann weiter seine Geschenke ausliefern. Es ist ein Weihnachtswunder. Das macht so viel Spaß, den Weihnachtsschlitten zu fahren. Oh, wir fliegen über Massimos Reifenladen. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt, Massimo. Ein Geschenk für dich, Massimo. Gesundheit, Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten, Massimo. Jemand ist auf dem Weg zu dir, Tom. Hab keine Angst. Es ist der Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten, Tom. Oh Mann, deine Erkältung wird schlimmer, Weihnachtsmann. Lasst uns schnell die restlichen Geschenke verteilen. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Weihnachtsmann, wirst du noch einmal niesen? Oh nein, Santas Niesen war so laut, dass das Seil abgegangen ist. Supertruck, du musst etwas unternehmen, bevor der Schlitten wieder abstürzt. Ein Fallschirm, klasse Idee. Versuch den Fallschirm am Schlitten anzubringen. Ja, gute Arbeit. Phew, sicher gelandet. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Weihnachtsmann. Zum Glück hast du hier viele Freunde, die sich um dich kümmern. Und was dich angeht, Supertruck, danke, dass du Weihnachten gerettet hast. Ben, bist du schon gespannt auf den Weihnachtsmann? Da ist er, der Weihnachtsmann! Da ist der böse Dr. Zick! Was hat er vor? Weihnachtsmann, bist du da drin? Weihnachten auf dem Bauernhof wird spaßig. Suchen wir Ben. Ah, da bist du ja, Ben. Weihnachtsmann? Weihnachts-Ben? Weihnachtsmann, hast du ein Geschenk für Chili? Was ist das? Supertruck, Chili wird sich noch erkälten. Zeit, sich zu verwandeln. Super Müllwagen? Ja! Klasse Idee, Supertruck. Trocknen mit heißer Luft. Willst du dein Geschenk auch, Sunny?
Oh nein, Schleim! Irgendetwas stimmt nicht mit unserem Weihnachtsmann, oder nicht? Bitte schön, Sunny. Supertruck, irgendetwas stimmt definitiv nicht mit unserem Weihnachtsmann. Supertruck, mach es nicht auf! Es ist leer. Oh nein! Dr. Zick hat Ben hypnotisiert und ihn dazu gebracht, nur schlechte Geschenke zu verteilen. Benutzt den SD-3000. Der Telekinesestrahl. Ja! Du bist frei! Pass auf, Supertruck! Schon okay, Ben. Du warst hypnotisiert. Ja, gut gemacht, Kinder. Nicht so schnell. Sieht aus, als hätten wir zwei Weihnachtsmänner. Fröhliche Weihnachten. Ein Stück Kohle für schlechtes Verhalten. Du benimmst dich besser, Dr. Zick.